Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video rund um Minecraft Let's Play, denn heute bauen wir natürlich mal wieder weiter und das heutige Ziel ist natürlich jetzt hier, dass unsere Scheune, unser Lager, wie auch immer ihr das hier bezeichnen möchtet, auf jeden Fall das hier natürlich weiterzubauen. Andersrum können wir hier auch endlich mal, ich sag's mal so, die Gehege, so Grundzeichnungen mal anfertigen, wie groß denn was für ein Gehege sein soll. Und ich glaube, damit ist die Folge auch schon gut ausgefüllt. Aber gut, Leute, mache ich hier erstmal ein bisschen den Baum umstutzen. Der Baum. Genau. Komm. Ja, mal schauen. Vielleicht kriegen wir es ja tatsächlich hin, die Scheune relativ fertig hinzubekommen. Da können wir nämlich schon die Gehege. Also die Größe der Gehege schon mal fest definieren. Das wäre natürlich sehr praktisch. Praktisch. Und natürlich, Leute, wenn euch dieses Let's Play gefällt, dann lasst doch mal bitte Daumen nach oben da und shared es mit euren Freunden. Und ja, da sieht man fliegende Gebüschteile. Ich weiß, die Welt ist nicht geladen, aber pst, sieht einfach lustig aus. So, den Baum pflanzen wir direkt nochmal neu hier hin. Dann gucken wir mal. Also, der Plan, der Masterplan, war es ja, das ist immer noch der Typ, dass ich hier, oh shit, oh no, wir werden gleich angegriffen, shit, eigentlich wollte ich bauen hier, was soll denn das? Okay, warte mal, Eisenrüstung habe ich, Essen könnte mehr sein, weil die Teile muss ich ja vertreiben. Es ist ja wichtig, dass ich die vertreibe. Was aber auch wichtig ist, dass ich Milch bei mir habe. Milch ist tatsächlich auch hier sehr wichtig. So, falls ich dieses böse Omen bekomme oder sowas, da kommt ja nicht Verstärkung. Und Verstärkung kann ich jetzt nicht gebrauchen. So, das Problem ist, die kämpfen ja auf Distanz. Ne? Das kann ich halt eben nicht. Ne? Ich bin kein Distanzkämpfer hier in diesem Sinne. Ach, weißt du, so lange friedlich gelebt hier, ne? Und dann kommen die und wollen das hier kaputt machen. Nee, das untersage ich. Das Problem ist, unsere Mauer ist nur angefangen und nicht fortgeschritten. So, wie viele sind das denn jetzt hier? Ich sehe zwei. Sind aber in der Regel so fünf. Egal. Einen Bogen habe ich nicht. Das bedeutet, ich nehme das, was ich halt habe. Eine Schere! So, dann gucken wir mal. So, der schaut mich schon an. So. Was ist das hier ein Hit halt? Wo sind deine Kollegen? Da sind zwei. Ah, da ist er mit dem Schild. Ah! Ja, komm, tötet euch einfach selber. Bin ich super. Komm. Ihr trefft euch ja immer selber. Das ist super. So. Aber. Sehr schön, der ist schon mal tot. So. Jetzt komm. Es waren nur drei Leute, oder was? Nur drei? Okay. Normalerweise sind es mehr. Okay, ich gebe zu, der Kampf war jetzt halt gerade jetzt nicht der Oberpro. Aber ich würde sagen, Hauptsache überlebt. In der Hoffnung, dass ich noch mehr hier hinkommen. Aber egal. Ich würde sagen, zur Feier des Tages gehen wir erstmal eine Runde schlafen. Das böse Omen habe ich jetzt nicht bekommen. Ich glaube, das böse Omen hängt eher mit, wenn das im Dorf passiert. Dann kommt dieses böse Omen. Oder wenn ich mich dem Dorf nähere, irgendwie sowas. Aber da wir sowas hier nicht mal ansatzweise haben, wir haben keine Villager oder sonst irgendwas, noch nicht, ne? Dann sind wir wohl erstmal aus den Schneider. Auch wenn ich tatsächlich diesen Banner ziemlich cool finde, ne? Also, muss ich mal sagen. Unverheißvolles Banner, ja. So, das Banner wird dann so gesehen, ja, wir schließen uns da heute an, so gesehen, ne? Also, das werde ich überall hier hinstellen. Stellen wir uns das mal dahin. Gut, das war jetzt sehr, sehr viel Aufregung dafür, dass wir eigentlich nur bauen wollten. Was soll das? Aber egal. So, jetzt ist natürlich die Frage hier, was
Machen wir jetzt hier. Da. Na, immer wieder zumachen, obwohl es eigentlich schon egal ist. So. Ich würde sagen, wir machen so eine Art Dachstuhl. So, ja, die Blätter können erstmal hier drinnen chillen. So. Essen, essen, essen. So. Genau. So, also, wie soll das Dach ausgerichtet sein? Das Dach sollte. Warte mal. Okay, da ist nichts, okay, ja. Da muss man aber vorsichtig sein, ne? Nicht, dass die Leute hier doch noch kommen. Wäre blöd. Gut, also das Dach sollte hier runtergehen. Also, wenn wir jetzt hier. Ich habe mir nicht das Dach gemacht. Ja, war mir ja klar. Ich habe mir zwar diese Blöcke gemacht, aber nicht die Teile hier. Ja, den Crafting Table brauche ich. Kann ich ja mal kurz da anstellen. So, genau. Wir machen uns jetzt hier auch mal diese Treppen. Das Haus wird ähnlich wie drüben, nur ein bisschen anders. So, jetzt müssen wir natürlich überlegen. Zwei hoch ist wahrscheinlich zu niedrig. Dann sagen wir, okay. Machen das drei hoch. Und dafür. So, machen wir hier auch mal ein paar von denen. So. Ja, drei oder zwei hoch. Das ist halt hier wieder die Preisfrage, ne? Gut. Okay. Ich fange jetzt einfach mal an. So, das Dach würde ja theoretisch hier ja enden. So, oder hier oben halt, ne? So. So, ich habe mir da vorher tatsächlich keine Gedanken drüber gemacht, wie genau das Dach aussehen soll. Das bedeutet, ich muss mir das tatsächlich hier jetzt mal anschauen. Dann würde man sagen, okay. Ne? Das kommt hier hin. So, und das Haus. So. Okay. Ja. Dann soll man sagen, es würde so hingehen. Dann würde es eine Stufe runter. Okay. Ist jetzt die Frage, ob das jetzt so gut ist. Ich meine, ich mache gerade extrem viele Gedanken über so ein, ich sag's mal, scheiß Dach, ne? Aber was ich hier eigentlich drauf möchte, ist ja so tatsächlich, was hier auch vielleicht ein bisschen rüberkommen soll. Ich glaube, ich verkürze das doch lieber auf eins weiter runter. Was soll ja ein bisschen kleiner sein. So. Weil ich möchte hier auf diesen. Ah, hier, wo kommst du denn her? Nee! Nee! Wo kommst du denn jetzt her? Also, wurde es von denen geschickt, ne? Als Rache, ja. Ich habe das gesehen. So. Genau, ich möchte hier so eine Art Flachdach haben. Aber dieses Flachdach soll ja auch noch oberhalb eine Terrasse haben. Naja, eine Terrasse. So, das bedeutet, genau, dann ja, wäre das jetzt hier so eben. Genau. So. Keine Ahnung, vielleicht würden wir es so machen. Das Überlegeprozess. Nee, nee, nee. Ich bin hier einfach nicht zufrieden hier, ne? Das geht ja mal gar nicht. So. Also im Endeffekt, wollen wir es jetzt mal doch ein bisschen versuchen, ich versuche es kürzer zu halten. Im Endeffekt geht das hier so. Und
So, dafür, dann muss das obere weg. Du musst auch weg. So, genau. Sagen wir mal, es würde so straight runtergehen. Was ja auch okay wäre. Ja, würde es ja hier auch enden. Dann hätten wir das gleiche Problem wie hier eben auch. Genau. So. Dann. Genau, du kommst da drunter hin. So. So. Und so. Also. Genau, jetzt haben wir hier so ein schräges Dach. Und auf diesem schrägen Dach würde ich ja jetzt erstmal dann das hier machen. So. Aber ich möchte hier drauf jetzt gleich eine Plattform. Also das bedeutet, die Plattform wäre dann nicht komplett hier von so, ne, das ganze Holz wäre dann nicht die Plattform, sondern die Plattform wäre kleiner. Die Plattform hätte dann eigentlich dann diese Grenze hier. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube, das geht nicht, dass man die hier so mischen kann. Ne, geht nicht. Okay. Und zwar wäre die Plattformgrenze so gesehen dann die hier. Genau. Dann würde man hier so gesehen. Der ist immer noch der Creeper, ey. Der lauert auf mich. So. Genau, dann hätte man jetzt hier diese Plattform. Die würde ich komplett umzäunen natürlich, ne? Ist ja klar. Provisorisch können wir es auch erstmal mit diesem Steinzaun machen. Na? So. Aber im Endeffekt wäre es so gedacht gewesen. Klar, kann man noch schöner bauen. Werde ich noch schöner bauen. Muss man tatsächlich erstmal wahrscheinlich ein paar Tage drüber Gedanken machen, wie man das schöner bauen kann als so. Aber im Endeffekt ist es halt so gedacht. Ja. Genau, hier wäre, würde dann. Das Haus hätte drauf kommen. Ne? Also hier würde es tatsächlich ja so weitergehen. Da gibt es so viele Treppenstufen, von denen habe ich gar nicht mehr. Das ist schade. Du willst aber eins hinausragen. Also das richtige Dach wäre so. Mir fehlt auch's auch an Erde. So. Genau, hier wird es eins hoch. So, jetzt haben wir hier. Genau, wir hatten hier diese gerade Mitte. Oben wäre dann auch das hier. Und dann hat die andere Seite genauso. So, nur das halt natürlich hier auch. Hier unten dann hinkommt. Ich glaube, ich brauche mal ein paar Treppen hier. Okay, wir haben jetzt Treppen. So, mal schauen, ob ich jetzt hier weiter bauen kann. Genau, ist jetzt die Frage. Nein, so wollte ich das eigentlich nicht machen. Ich wollte das schon vernünftig machen. Ja, vernünftig geht hier halt natürlich nicht. Muss es wahrscheinlich so machen. Genau. Was ich mir auch noch überlegt habe, ob man das dann vielleicht hier unten, ob man das da so schräg lässt. Oder ob man. Ja doch, ich lasse das so, wie es jetzt ist. Sonst kommen wir hier nie voran. Obwohl wir jetzt auch schon gar nicht vorankommen. Aber egal. So, genau, dann wird es jetzt hier runtergehen. So, Holz. Holz. Und hier wäre dann auch wieder Stein. Weil außen wird das mit Stein abgerundet. So. Genau. Ich schätze mal, das System wurde jetzt hier klar. Wie das Haus, das Dach aussehen soll. Im Endeffekt, so eine Art Fensterscheibe wird es hier oben auch geben. Ne?
dass man hier in diese Richtung rausgucken kann. Und natürlich auch dahin. Oh, das war eine Spinne. Okay, ich muss schlafen gehen. Was ist denn da? Ja, ich würde sagen, das ist in Ordnung. Jetzt husch, husch ins Bett. Hier sind keine Fackeln. Nicht, dass mich jetzt gleich ein Creeper überrascht. Das wäre... Ehrlich gesagt wäre das ziemlich böse, wenn das passieren würde. Aber gut. So, ich bin ja immer noch aufgeregt wegen eben, ne? Dass diese Leute gekommen sind, ey. Nee. Sollen ruhig wegbleiben. Ich meine, ich finde die Banner cool. Aber das war's dann auch, ne? Die können ja echt Probleme machen, ne? Wenn dieses fette Nashorn-Tier kommt, ist vorbei. Ist vorbei? Auch wenn das, glaube ich, nicht in dieser Situation so schnell kommen würde. Genau, also. Dann machen wir erstmal weiter. Genau, so. Ah, verbaut. Immer dieses Verbauen. So. Genau. So, warte mal. Jetzt mal überlegen. Genau, hier wird es weitergehen. Und hier wird es weitergehen. So. Ah, ich glaube, ihr könnt euch das jetzt vorstellen, wie das Dach gemeint ist, ne? Dass es eigentlich ein normales Dach hat mit diesem Anbau hier. Und dieses Anbau ja, ist einfach so eine Ausguckterrasse. Ne? Kann man auch schöner bauen. Stimmt, garantiert. Aber es erfüllt generell ja auch seinen Zweck. Erstmal. So. Genau, jetzt möchte ich ja hier das hinbauen. So. Ja, ein Zombie verbrennt gerade. Auch wenn du schon lange überlegt hast, Mist Zombie. So. Das ist hier natürlich die Frage, wie macht man das jetzt hier legitim? Ich würde sagen, hier machen wir auch erstmal ein bisschen Holz. So. Zwei Stück mäßig. Dann. Obwohl, zwei Stück ist schon hoch, ne? Im Endeffekt, wir brauchen ja hier eine Tür, also es muss ja irgendwie zwei sein. Okay, ich würde sagen, wird schon passen. So, jetzt heißt nur die Frage, wie man hier das Dach dann managt. Management. So. Wenn es hier von ausgehen, dann hier. Und dann wird es hier weitergehen. Okay. So, dann. Ich mache das jetzt einfach mal hier komplett stretch mal hier durch. Genau. So, jetzt müssen wir das da drüben aber auch noch verbinden. Und überdacht wird das weniger sein. Deswegen würde ich sagen, dass das Dach an sich hier schon endet. Und hier in der Mitte das hier entkommt. Vielleicht macht man hier auch noch so eins tiefer oder sowas, aber... Also eins tiefer... Natürlich hier kann ich nicht eins tiefer machen, aber... Ich weiß ja, ich glaube generell sieht das trotzdem gut aus. Sieht auf jeden Fall mal nach Dach aus, muss man sozusagen. Genau, ja. Natürlich fehlt mir jetzt hier dezent wieder ein paar Treppchen. So. Genau, und jetzt können wir... Klar, hier kommt nicht... Also hier kommt noch so eine Art Fenster hin. Aber das Fenster würde wahrscheinlich dann hier in diese Ebene irgendwie kommen. Genau. So, Erde, dann das. Sagen wir einfach mal, das Fenster würde hier hinkommen. Dann würde hier... So gesehen... Obwohl, ne, ich mach mal hier eins daneben. Dann ist es nicht so eingeengt. Dann kann man vielleicht noch. So, machen wir es nämlich
Verdammt, jetzt habe ich das Holzteil eingeplantet. Nooo. Und nicht bekommen. Egal. Ja. So, weiter kann ich hier auch so, so und so. Und dann würde hier halt natürlich Wand hinkommen. Und an sich wäre das Dach fertig. Ich meine, klar, ne, es ist jetzt noch nicht 100%ig optisches Highlight. Aber ich würde gerne schon sagen, dass das jetzt schon nach was aussieht. So. Gehen wir jetzt mal hier hin. Na, es ist halt eine kleine Farmhütte. Ne? Farmhütte. Ne, mit Lager. Da oben eine kleine Terrasse. Ausguck. Also ich würde sagen, das ist in Ordnung. Ich würde sagen, für diese Folge war das schon unser Pensum. Ich meine, wir haben schon wieder über 20 Minuten. Ja. Wie gesagt, wenn ihr auch kreative Ideen habt, was man hier an diesem Haus noch verbessern könnte, dann schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Aber ich würde sagen, ich bin erstmal raus. Euer Wombat. Ciao.